Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang der Woche habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Da hat mir etwas aus der Seele gesprochen. Die Kernaussage war: Der Rückstand Deutschlands bei der digitalen Transformation ist das Ergebnis bewusster Entscheidungen dagegen. Und das, meine Damen und Herren der Bundesregierung und der Großen Koalition, das geht auf Ihre Kappe. Bisher konnten Sie ja ganz gut Ihre Zurückhaltung bei der Digitalpolitik ein wenig verstecken unter der florierenden Wirtschaftssituation in Deutschland. Oder knapp gesagt, es ging uns ja ganz gut, da ist es nicht so stark aufgefallen, dass wir an vielen Punkten nicht weiterkamen in der Verwaltung, bei der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen. Diese Krise, in der wir uns jetzt befinden, die hat Ihnen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wahre Ausmaß dessen, was wir bei Digitalisierung in den letzten Jahren nicht umgesetzt haben, das wird im Moment wie durch ein Brennglas schonungslos offengelegt. Schulen, Gesundheitseinrichtungen, aber auch Verwaltung, aber vor allen Dingen auch die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft mangels digitaler Transformation ist jetzt sichtbar. Und das macht uns große Sorgen, meine Damen und Herren. Wir haben als Freie Demokraten immer wieder in den letzten 3 Jahren konstruktiv Vorschläge, Ideen vorgelegt. Wir haben an unzähligen Baustellen immer wieder darauf hingewiesen, dass da etwas dringend gemacht werden muss. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass viele Digitalprojekte, die dringlich anstanden, stehen und immer noch in Zukunft anstehen werden, mangels einer guten Koordination eines, ich würde sagen, IT-Projektmanagements, ich komme halt aus der Wirtschaft, mangels eines IT-Projektmanagements einfach nicht vorankommen. Für diese Vorschläge waren Sie stets blind und taub. Sie haben noch nicht mal sich die Mühe gemacht, gute Vorschläge abzuschreiben. Jetzt haben Sie mit unserem Antrag, den wir heute einreichen, noch mal eine Chance dafür. Jetzt ist es wirklich dringend. Das ist der letzte Weckruf, noch mal einen Befreiungsschlaf zu machen. Es geht in der Pandemie nicht nur um ein paar kleine Tools, die uns irgendwie das Leben leichter machen, sondern es geht um 2 Dinge. Erstens, dass wir den Motor nicht abwürgen, auch in der Wirtschaft den Leerlauf beibehalten. Aber viel wichtiger, und da mangelt es total, ist das Zukunftsfitmachen unseres Landes, unserer Wirtschaft in der digitalen Welt. Also sozusagen den Gang wieder einlegen, damit wir im Vollgas voranbrausen können, wenn es in die Zukunft geht und nicht mehr nur den anderen hinterherfahren. Deswegen haben wir in unserem Antrag aktuell noch mal aufgegliedert in Sofortmaßnahmen, damit der Motor nicht abgewürgt wird, und in Zukunftsmaßnahmen, damit wir in Zukunft besser aufgestellt werden. Bei den Sofortmaßnahmen ist es dringlich geboten, dass Sie die Zustände, die wir jetzt erkennen, einmal zusammenführen und daraus Schlüsse ziehen, eine Taskforce einzurichten, die auch mit externem Sachverstand das wirklich aufarbeitet und nicht nur ein paar Mal im Jahr trifft und vielleicht irgendwann einen Bericht abgibt. Wir brauchen im Gesundheitswesen, das ist nur wirklich klar geworden, eine digitale Umstrukturierung. Wir dürfen nicht noch einmal in einer Welt voller Faxe bei den Gesundheitsämtern landen. Wir brauchen einen Digitalpakt 2.0, um in Zukunft auch für die Zukunft, für unsere Kinder und die Zukunft so zu gestalten, dass wir auch digital vorankommen können. Wir brauchen endlich Netzausbau, meine Damen und Herren. Seit wie lange reden wir über Netzausbau? Man kann es hier eigentlich schon fast nicht mehr hören. Und wir brauchen ein Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Das ist die Voraussetzung, dass Vertrauen herrscht, dass die Menschen überhaupt Vertrauen in die digitale Zukunft haben, meine Damen und Herren. Und wir wollen auch uns fit machen für die digitale Zukunft. Und dazu brauchen wir einen Zukunftspakt für Wirtschaft und Mittelstand. Wer denn, wenn nicht der deutsche Mittelstand, soll in Zukunft die digitale Transformation aus Deutschland, aus Europa heraus nach außen gestalten? Wir brauchen da mehr. Wir brauchen einen smarten Personalausweis, der auch wirklich Wirtschaftsleben, Verwaltung modernisiert, bessere KI, Smart Cities. Und es wäre nicht meine Rede, wenn ich am Ende nicht damit schließen würde, zu sagen, und das alles besser koordiniert, meine Damen und Herren, mit einem Digitalministerium, das das nachher auch umsetzen kann und Projektmanagement macht und nicht weiter in Silos arbeitet. Denn Digitalisierung, digitale Transformation muss auch in der Politik und auch hier im Haus stattfinden, sonst kommen wir nicht weiter. Bitte nehmen Sie unseren Antrag mal als Idee für Ihre Politik. Dankeschön. Vielen Dank, Manuel Höferlin. Ich danke Ihnen.